all children of all ages, TikTok proudly brings to you two heavyweights in the TikTok challenge. Fighting out of the Team Busty corner, and the lovely Queen Anna! And now, for the thousands in attendance, and the millions watching all around the world, oh, let's get ready to rumble! So, geiles Licht. Ich gehe jetzt mal Butch holen, weil Edda muss ja langsam mit ihrer Challenge anfangen. Anfängen ist auch geil. Das ist übrigens Pia. Pia! Zweite Klunte, kommst du mit? Genau, und Butch steht jetzt irgendwo auf Koppel und findet es bestimmt gar nicht lustig, wenn ich jetzt komme. Er kotzt dann nämlich immer ab, wenn ihn irgendjemand holt. Jetzt geht es los. Ich kann ja mal rufen, da freut er sich bestimmt total. Ich gehe jetzt gleich oben drüber und drunter und drunter. Gott! Oh, ich bin alt! Da. Butch! Ja, du! Hallo? Hast du dich verlaufen? Hast du dich gewusst? Du bist ein Arsch. Butch. Als ob ich anhalten würde, wenn du meinen Namen sagst. Butch. Hast du gerade nicht zugehört? Ja, ich hab dich auch lieb. Was willst du denn jetzt von mir? Jetzt stehen. Ich stehe die ganze Zeit. Wieso was darf nur Anna zu mir sagen? Was dafür? Dass du dumm bist? Ja, dann mach das halt da rein und hör auf damit. Was ist mit Anna los? Wieder zu faul gewesen, mich zu holen? So. Haben wir? Sei doch einfach still. Ich hab die gute Laune. Was soll das schon wieder heißen? Total. Machst du mal mein Halfter richtig zu? Aber ging heute. Was ging heute? Uns rennt ja, ich wäre nicht davon ausgegangen, dass du mich holst. Frau Butch. Ich weiß nicht, warum du das nicht verstehst. Quatsch mich einfach nicht voll. Fährt haben wir schon mal. Ich hoffe, Edda hat dann endlich mal ihre Sachen rausgeschleppt. Hatte im Leben nicht. Für die total geile Challenge. Eine Challenge? Und ich glaube, ich bin faul. Ja, bist du. Also, jetzt mal was Neues. Ich gucke jetzt hier lang, wenn ich da rauskriege. Bist du irre? Was wird das jetzt? Lieber Sebastian Marx, bitte helf mir. Ich möchte gerne zu dir ziehen. Hat er noch nie gesehen. Noch nie einen Schirm gesehen. Der ist nur Liebe, auch heute Liebe. Wird kein zweiter sein. Komm her. Rutsch, Alter. Aber Ella, du reitest ja auch nie mit Schirm, also. Tschüss. Warum nimmst du nicht einfach ein cooles Pferd? Holt den Tinker! Holt den Tinker! Holt den Tinker! Und Basti nimmt, keine Ahnung. Wir wissen warum, das ist kein gelber Regenschirm. Oh, warte mal, ich muss mal kurz rangehen. I'm riding in the rain, weil schönes Wetter ist. Ich hab mich heute auch extra hübsch gemacht für die Challenge. Sieht aus wie ein Schlumpf. Schlümpfe sind blau, würde Faxi jetzt sagen. Wie ist das Licht? Wunderschön. Man sieht quasi gerade gar nichts von dir, weil du voll im Schatten bist. Aber Schatten müsste doch gerade zu sehen sein. Nee, durch den Regenschirm ist es noch dunkler. Warte, ich setz. Das Wichtige ist, dass du es immer schön von unten filmst. Wie nie von Kabel. So? Da habe ich das letzte Mal schon angemahnt in meinen Videos. Aber da du ja nicht meine Videos guckst, weil du mein schlechtester Reporter bist ever. Und nicht mal meine Videos neu veröffentlicht. Doch. Nur nicht an dem Tag. Ist der doof.
Ja. Aber falls ich mal Aufnahmen von dir, die mache ich dann auch mal hier unten, ja? Pass mal auf, ja? Ja, weil er guckt, so wie ein Kind auf der Perspektive ist, ja? Du sollst stehen bleiben, du musst jetzt Challenge machen. Na, Hinfort. Hast du so heute dabei, ja? Bist du Mütchen, Butschi? Das ist ja böse Ringschirm. Ja, da. Kinder, ja, wird mir auch immer anders, wenn ich morgens aufstehe. Wenn ich in die Schule komme. Nein. Könnt ihr mir keinen schöneren Job vorstellen? Du musst dir mal vorstellen, die Leute gucken. Weißt du noch, an der Kinderwoche, die Mutter? Ja. Die Hi. Hat, ob wir auch so mit den Kindern reden? Ja. In meiner Story. Hi. Max Pommes. So, Basti. Wir haben eine schöne Idee gehabt, weil jetzt kommt ja schlechte Wetter, ne, Edda? Schlechte Wetter kommt, da regnet es ja auch mal. Deswegen war die Idee, du hängst eine Regenjacke ein Stück weiter hoch. Ja? Die musst du dann vom Pferd aus nehmen und anziehen. Ja? Ohne den Zügel festzuhalten. Der Zügel muss abgelegt sein. Ja, also hängst, ziehst du die Regenjacke schön an. Dann nimmst du einen Regenschuh, der oben angehangen ist, und spannst ihn auf dem Pferd auf. Ja? Ohne den Zügel festzuhalten. So, das ist der erste Teil der Aufgabe, ja? Bis dahin erstmal alles klar? Edda, alles klar? Gut. So, jetzt kommt der zweite Teil der Challenge. Ja, also ich gebe jetzt hier den Schlauch hoch. Sofern Evi da irgendwann mal ankommt, vielleicht müsste sie dich runterbitten. Mach doch mal! Evi, du bist doch nicht blond. Ein Adlerbike kaputt. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Mach mal an. Also du musst direkt da lang reiten. Der Power kommt jetzt erst noch. Ja. Jetzt. Okay, geht bis hier ungefähr. Okay. Ella, bist du bereit? Ja. Ich muss mal gucken, ob ich das abkriege. Also du musst hier so ungefähr lang reiten. Da ist ein Regenbogen drin. So, Basti, deine Challenge. Und du bist auch das. Zusammen durch die Regen gehen. Butch will nicht nass werden. Der sagt, kommt nichts von oben. Der hasst Wasser. Genau. Warte. Kann er sowieso nicht. Ja, das müssen wir jetzt so laut sagen. Kannst du nochmal doch? Wollen wir zusammen gehen? Ja. Wir gehen zusammen. Warte. Basti. Und übrigens, wahre Freunde gehen auch zusammen. Durch Wind. Warte, durch Wind warte, und Butch, Wetter. Okay. Okay, warte nochmal. Wir gehen hier lang. Ich glaube, das wird nicht. Erster Fletter dazu. Mach mal aus. Warte. So, warte. Komm her, Butch. Mach an. Alter! Nimm mal bitte den Schuh. Ah. Danke, liebe. Gerne deine Hilfe. Challenge accepted, Basti. Challenge accepted.